Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich freue mich heute wieder mit euch zusammen drei Themen ein Bild zu machen und ja, ich wiederhole mich glaube ich alle zwei Wochen Sonntag. Ich bin gespannt, was ich jetzt ziehen werde. Und das werden wir jetzt sofort machen. Ein Gegenstand. Fell. Fell. Mhm. Was oder wie? Philosophieren. Ja, ich bin auf das Lebewesen gespannt. Hund. Ach, ich habe ja erst am Freitag einen Hund gemalt. Hund, Fell passt natürlich total super zusammen. Philosophieren. Philosophieren, ja, wie stellt man das dar? Ich werde mal kurz ein bisschen Brainstorming machen. Ich melde mich in einer Sekunde wieder zurück. So, ich habe ganz kurz mal ein bisschen recherchiert und ich denke, dass ich heute etwas lettern werde mit einer kleinen Illustration. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, weil Philosophieren ist ein schweres Wort, hat ja etwas eigentlich mit Worten zu tun, ne? Und wie kann man denn Worte nicht besser darstellen als tatsächlich in Worte? Und ich habe jetzt gerade nur mal geguckt, ich habe mir ein paar Philosophen angeschaut und ein paar Zitate rausgesucht und habe mich für Marcus Tillus Cicero entschieden. Der ist ein Philosoph und hat gesagt, einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache. Und ich dachte mir, Freund und Hund, ne, ein Hund hat ja auch ein Fell, also kriegen wir alles irgendwie kombiniert. Ja, passt doch alles am besten so zusammen und deswegen werde ich ein Zitat mit einer kleinen Illustration von einem Hund, der natürlich auch ein Fell hat. Es gibt natürlich auch Hunde ohne Fell. Und so habe ich alle drei Sachen kombiniert. Ihr seht auch hier wieder, dass es nicht immer unbedingt eine bildlich dargestellt. Also natürlich sind es Bilder, die ich ja auch erschaffe. Aber ich meinte, man kann auch über sich hinaus wachsen und man muss nicht spontan ad hoc sofort eine Idee haben. Man kann sich kurz auch ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachdenken, wie kann ich etwas umsetzen. Und ich glaube, auch darin liegt die Herausforderung. In diesen drei vorgegebenen Begriffen, sei es jetzt nun die oder ein paar andere, Inspiration zu finden und sich angesprochen zu fühlen und damit kreativ zu werden. Und wie ihr damit kreativ werdet, das ist vollkommen euch überlassen. Aber ich entscheide mich jetzt für ein kleines Lettering mit einem, wie gesagt, mit einem kleinen Hund dazu. Ich werde jetzt gleich nochmal schauen, was ich mir für einen Hund als Inspiration nehme. Und der wird natürlich fällig und flauschig, vielleicht auch borstig. Und das werde ich alles in mein Aquarellbuch reinzeichnen. Ich überlege gerade. Ja, das werde ich in mein Aquarellbuch reinzeichnen und ich werde jetzt mal kurz meinen Arbeitsplatz vorbereiten und dann sehen wir uns auch schon in einer Sekunde wieder. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal alles vorbereitet, habe mir jetzt hier ein Blatt Papier noch hingelegt, um das abzudecken, was auf der Seite ist, damit es halt jetzt nicht so irritierend ist. Aber damit ich darauf auch gleich meine Skizze machen kann, die ich dann in mein Aquarellbuch übertrage. Ich habe mir ein kleines niedliches Hundebild rausgesucht, was ich als Inspirationsquelle nehmen werde. Ich habe ja meistens eigentlich eh die Tendenzen dazu, etwas niedlicher zu malen, aber ich glaube, heute werde ich mal ein bisschen realistischer sein. Das ist ein kleiner Flauschi-Welpe. Der liegt da so mit ganz glänzenden Augen. Ihr werdet das gleich sehen. Obwohl, ich kann es euch ja mal kurz hier einblenden. Ein unglaublich süßes Tier, oder? Naja, auf jeden Fall, das werde ich jetzt hier als Skizze mal eben auf mein Papier, auf mein Schmierpapier hier drüben übertragen bzw. aufmalen. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das hier positioniere, wie ich das anordnen werde, damit wir dann ein fertiges Bild zusammenzaubern können. Thank you.
Jetzt bin ich hier mit meiner fertigen Skizze. Die ist wirklich ganz, ganz grob, denn die Fellstruktur, die zeichne ich jetzt hier nicht mit ein. Die werde ich dann gleich mit dem Pinsel machen, beziehungsweise mit der Farbe. Und dann brauche ich mir jetzt hier die Arbeit nicht machen. Ich habe hier bloß ein paar als Richtungsorientierung reingenommen, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung die Fellstruktur geht. Aber ganz so kompliziert mache ich es mir dann doch nicht. Es ist, ihr seht schon die großen Cola-Augen. Och, das sind ganz, ganz süßer. Wer weiß, was der verbrochen hat, dass er da so liegt. Und ich werde die Skizze jetzt hier in die untere Ecke übertragen. Der Körper läuft hier hinten so ein bisschen aus. Also den werde ich jetzt nicht detailgetreu mit Hinterläufen und Schwanz noch malen. Der läuft dann halt einfach relativ blass hier aus, damit ich hier oben auf diese Ecke gleich den Spruch lettern kann. Und da brauche ich auch gar nicht viel. Ich werde nur schwarze Fineliner benutzen. Da liegt jetzt wirklich das Augenmerk auf dem Bild. Und ja, so werden wir verfahren. Ich übertrage das jetzt erstmal auf die Seite. So, da haben wir es. Ich lasse das hier auch noch liegen. Das ist wirklich, die Übertragung ist wirklich noch gröber als die Übertragung, also die Skizze. Und ihr werdet aber sehen, dass das Bild sich entwickelt und Schicht für Schicht entsteht. Als erstes mache ich eine helle Grundierung. Also es ist ein Hund, ihr habt ja gesehen, mit relativ hellem Fell. Und da nehme ich meinen Verwaschpinsel, weil ich da schön viel Feuchtigkeit mit aufnehmen kann. Und werde als erstes das Fell mit wirklich einem ganz, 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 ganz hellen, dünn verblassten Braunton auftragen. Also ihr seht hier, das ist eine Mischung, was habe ich hier, aus Umbra gebrannt und Spinellbraun. Und das mache ich wirklich ganz, ganz hell nur als Grundierung, denn das Bauzielein, das hat ein ganz helles Fell. Ihr kennt jetzt schon, dass meine Linien, meine Bleistiftlinien ein bisschen verwaschen sind, weil das ja mein Aquarellbleistift war. Das habe ich auch mit Absicht gemacht. Also ich habe sie nicht jetzt so doll weggepinselt, dass ich sie gar nicht mehr sehe, sondern ich habe jetzt nur noch ganz leichte Strukturen. Und das ist auch okay so und das soll auch so bleiben. Und ich fange dann auch direkt gleich weiter an, wenn es getrocknet ist. Das dauert ja immer einen Moment. Und würde aber quasi die Augen und die Nase schon ein bisschen vorzeichnen, aber vorsichtig, dass ihr da nicht so in den Rand reinkommt, da ja die Farbe hier noch nass ist. Weiße Stellen in den Augen lasse ich in der Regel bewusst weg. Die zeichne ich im Nachgang ein und das mache ich mit einem Acrylstift oder mit weißer Aquarellfarbe. Die Ohren und die Augenumrandung, finde ich, die haben so ein bisschen so einen
leicht rötlichen Touch. Rot-braun. Ich mische das jetzt hier auch bewusst ganz dünn an, damit ich es gegebenenfalls auch noch mal abtragen kann, ne, mit einem Tuch. Dann wirklich tatsächlich schon mal im Detail. Ich habe mir angewöhnt, anstatt Sprühfarbe, nicht Sprühfarbe, mein Wassersprühfläschchen hier zu haben, einen Wassertankpinsel hier zu haben, um meine Farben zu aktivieren mit einem 1-2 Wassertropfen, ehe ich hier immer alles nass voll sprühe. So, normalerweise hebe ich mir Augen und Nase, also solche Details, immer bis zum relativ zum Schluss auf. Aber dadurch, dass der Hund hier so hell ist und gar nicht viel Vorbereitungszeit braucht, ich habe hier immer noch den großen Pinsel, damit ich hier immer diesen harten Rand wegnehmen kann. Ne? Es kann sein, dass der gleich nochmal wiederkommt, der harte Rand. Und werde schon mal im Detail Augen und hier die Pfoten machen. Weil da relativ Licht reinkommt an den Pfoten, sind die fast satt schwarz. Bei den Augen müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Gegebenenfalls Fell, was in die Augen reinrankt, das machen wir oder mache ich meistens dann auch zum Schluss. Ich nehme das jetzt hier aus der Mitte noch ein bisschen raus, weil das Licht da
noch sehr rein scheint. Ich arbeite meistens auch sehr intuitiv, also ich vertraue mir vor allen Dingen und den Farben und meinem Werkzeug, was ich habe, und deswegen mache ich viele Sachen auch sehr intuitiv. Also ich kann manche Sachen auch nicht vorhersehen, wie ich sie mache, und ja, mache das dann relativ spontan. Das werdet ihr, glaube ich, auch manchmal mitkriegen. Ich sage irgendwas und dann mache ich das ganz anders eventuell, ja. Aber das hat eher, wie gesagt, was damit zu tun, dass ich nicht weiß, wie ich zu meinem Ziel komme. Hier habe ich auf jeden Fall jetzt schwarz ausgemalt. In der Mitte habe ich es mit dem Pinsel dann nochmal rausgeholt. Also die Farbe, dass ich hier so einen relativ grauen Punkt habe, da das Auge nicht ganz satt schwarz ist. Hier arbeite ich dann auch gleich noch mit den Lichtpunkten, beziehungsweise muss ich dann hier auch gleich noch die weißen, das Augenweiß, ne? Also der guckt ja mehr nach rechts, und da muss ich das Augenweiß dann auch gleich noch mal richtig einzeichnen. Ich muss mir gleich auch noch ein weiteres Braun anmischen, denn mit dem hier können wir nicht ganz so viel weiterarbeiten. Und um eine gute Fellstruktur hinzukommen, muss man auf jeden Fall mit mehreren Schichten Farbe arbeiten und mit verschiedenen Farben auch. Und im Endeffekt sind es eigentlich nur Pinselstriche. Man kann da auch viel wieder verbessern oder auch rausholen. Bei dem Hund ist es jetzt sogar tatsächlich ein bisschen umgedreht. Ich mache da auch gleich noch ein paar hellere Striche, die tatsächlich die Haare sind. Aber hier sind jetzt tatsächlich also die Felllücken, ne? Also die dunklen Stellen, die man durchs Fell sieht. Die Schatten.
Ich habe jetzt hier gemischt ein bisschen lichter Ocker, aber wirklich ganz, ganz wenig. Dann habe ich ein bisschen helles Gelb, was habe ich denn hier? Vanille, so eine Art, reingenommen und einen ganz kleinen Ticken Schwarz. Denn Hundefellfarben sind jetzt ja auch nicht gerade unbedingt die leuchtendsten hellen Farben. Und da der Hund ist ja vom Fell her sehr hell und da möchte ich bloß leichte Strukturen reinholen. Mal wirklich ganz helles Grau.
Ihr seht, ich nehme immer wieder Schicht um Schicht, eine Farbe dunkler, eine Nuance dunkler und arbeite mich da Schritt für Schritt ran. Also so ein Bild ist ein Prozess, ne? Und ich entscheide auch immer erst, ob ich eine Nuance dunkler werde oder nochmal rangehe, wenn die Farbe getrocknet ist. Hier ins Fell gehe ich jetzt gar nicht weiter doller rein. Ich gucke jetzt noch, wo dunklere Schatten sind. Und ihr seht die ganze Zeit, ich arbeite die ganze Zeit mit dem Pinsel in Größe 0 und mache alle Pinselstriche damit. Also man braucht dafür gar keinen riesigen Pinsel und so lassen sich ja auch die Details viel besser verarbeiten. Hier vom Umbra gebrannt. Ich gehe jetzt hier die letzten Details lang. Gar nicht viel.
wie gesagt, ich nehme mir einen weißen Acrylstift zur Hand. Hier. Schütteln immer vorher. Das ist ein Acrylstift, 1 mm glaube ich. Ja, hier 1 mm. Und da gehe ich jetzt wirklich auch ganz vorsichtig lang. Ganz zaghaft. Ihr könnt auch weiße Aquarellfarbe nehmen. Der weiße Acrylstift deckt aber ein bisschen besser. Und der ist wirklich nur für Highlights. Für die Augen. Und da werdet ihr jetzt merken, jetzt kommt Leben in die Augen. Und natürlich auch noch ein bisschen durch das Fell. So, und damit das Ganze noch ein bisschen plastischer wirkt, geben wir den Hund noch einen kleinen Schatten. Und dann fehlt ja eigentlich nur noch eine Sache und das ist unser Spruch. Da habe ich ja gesagt, dass ich das mit Feinliner machen werde. Und zwar nehme ich hier die Feinliner in Größe 003 und 03. Und der Spruch lautete: Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache. Ich lege mir das mal noch ein bisschen schräger, dann kann ich besser schreiben. Ihr solltet aufpassen, falls euer Bild noch nicht trocken ist, legt euch was drüber. Freund und Sache werden die Worte sein, die ich ein bisschen mehr hervorhebe.
Den Rest schreibe ich in einfachen Druckbuchstaben. Ich zeichne mir bewusst keine Linie vor, weil ich es ein bisschen unruhiger haben möchte. Und es soll ein bisschen unruhig wirken, halt so unsicher, ne? So wie das Zitat ja auch selber hergibt. Man erkennt auf jeden Fall den Unterschied, also welches Wort hervorgehoben werden soll. Einen sicheren Freund erkennt R. Sich ja noch mal eher in unsicherer Sache. So, ich würde das jetzt auch so stehen lassen. Den anderen Fineliner, den ich mir jetzt mit rausgesucht habe, den benutze ich jetzt gar nicht. Mir gefällt das so. Das meinte ich auch mit intuitiv reagieren. Und ja, fertig ist unser kleines Lettering mit der Illustration von dem Hund dazu. Wir schauen nochmal. Wir haben alle. Ach so, stopp, wichtig. Wir brauchen doch den 003. Lichtblitz. Wir müssen ja noch hinschreiben, wer das gesagt hat. Das schreibe ich immer gerne ganz klein drunter. Und gesagt hat das, wie ich gesagt habe, Markus. Markus Tillus. Tillius. Gott sei Dank war da noch eine kleine Lücke. Tilius, also mit I dazwischen. Cicero. Cicero. So. Könnt ihr jetzt vielleicht nicht lesen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich habe es euch ja gesagt. Wir sind fertig. Ich war wieder sehr, sehr überrascht und wenn man sich die letzten Beiträge mal anschaut, wenn wir einfach nur hier mal reinschauen, es ist halt ein Unterschied von Tag und Nacht. Ne? Also man kann diese Themen tatsächlich unterschiedlich darstellen, ob realistisch oder comicartig, ob verspielt oder ernsthaft, ob mit Lettering oder ohne.
Und so habe ich jetzt halt meine drei Wörter mit untergebracht. Hund, Fell, philosophieren habe ich einen Philosoph. Einen Philosophen zitiert quasi. Ja. Ich hoffe, ihr erkennt das an, dass ich diese drei Themen in diesem Bild vereint habe. Und bin gespannt, ob ihr auch mitmacht, ob ihr vielleicht sogar auch ein kleines Hundi malt oder diesen kleinen Hundi. Und wünsche euch unglaublich viel Freude beim Nachmalen, beim Mitmalen und beim Inspirieren lassen. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Genießt die Sonne, wenn sie da ist, und macht's fein. Kommt morgen gut in eine neue Woche. Tschüss!